In der Regel besteht ein C-Programm nicht nur aus einer einzelnen Datei, sondern aus vielen verschiedenen Modulen, die zusammengeführt werden. Wie man das macht, erkläre ich in diesem Video. Bis jetzt bestand unser Quellcode immer nur aus einer einzigen Datei. Da war dann eine Main-Funktion drin und vielleicht noch ein paar Unterfunktionen. Und bei kleinen Programmen reicht das auch vollkommen aus. Bei größeren Programmen entstehen aber Probleme. Zunächst einmal sind große einzelne Quellcode-Dateien sehr schnell unübersichtlich und schlecht zu warten. Ja, es ist also schwer, nachher Dinge zu ändern. Es ist schwer, Fehler zu finden und zu beheben. Und das Editieren und Kompilieren dauert auch wesentlich länger. Ja, wenn ich nur eine einzige Datei habe und ich ändere irgendwas, irgendeinen kleinen Aspekt von meinem Programm, muss ich jedes Mal die ganze Datei neu kompilieren und linken. Außerdem ist es relativ schwer, mit verschiedenen Teammitgliedern dann an dem Programm zu arbeiten, weil alle irgendwie an einem einzigen Artefakt arbeiten und das dann jedes Mal synchronisiert werden muss. Und die Abhilfe ist, Programme auf mehrere Dateien bzw. auf mehrere Module zu verteilen. Dann wird das Ganze zunächst einmal übersichtlicher, aber man hat auch diesen Aspekt der Wiederverwendbarkeit. Das heißt, wenn ich einmal eine gewisse Funktionalität in ein Modul gepackt habe, dann kann ich das Modul auch in anderen Programmen verwenden. Ja, nehmen wir die Standardbibliothek. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Die hat so ein paar Funktionen, die man immer wieder im Alltag benötigt. Und dieses Modul, diese Bibliothek, die aus vielen Einzelmodulen besteht, kann ich einbinden und in verschiedenen Programmen benutzen. Wenn ich das Programm gut aufgeteilt habe, ist es auch leichter, mit mehreren Personen daran zu arbeiten. Und es hat tatsächlich auch einen Vorteil beim Kompilieren, denn wenn ich ein Modul ändere, also eine Datei, dann muss ich nur diese eine Datei neu kompilieren, wenn ich das Programm wieder übersetze. Ja, das heißt, nehmen wir mal an, man hat 6 Module, die sind einzeln kompiliert worden, ich mache eine Änderung in einem, dann wird das neu kompiliert und die anderen Module können so bleiben wie vorher und am Ende wird alles wieder zusammengelinkt. Ja, das heißt, letztendlich habe ich auch bessere Kompilierzeiten, weil dann wirklich nur die Aspekte oder die Module des Projekts neu übersetzt werden müssen, die ich geändert habe. Das Ganze sieht man hier nochmal in einer Grafik. Also wir haben mal folgende Situation. Wir haben also verschiedene Module. Nehmen wir mal an, es geht hier darum, so einen grafischen Editor zu schreiben. Dann haben wir ein Modul für das Hauptprogramm, main.c. Dann haben wir ein Modul, um einzelne Punkte zu beschreiben, point.c, für die Geometrie, geometry.c und für eine Linie zum Beispiel, line.c. Und die werden jetzt alle einzeln übersetzt vom Compiler. Ja, es entsteht also jedes Mal, entstehen dann einzelne Objektdateien. Dann gibt es noch Bibliotheken, zum Beispiel die Standardbibliothek nebenbei und der Linker setzt dann all diese Module zusammen. Und jetzt sieht man hier eigentlich ganz schön, wenn ich im Modul point.c jetzt etwas ändere, dann wird wirklich nur das Modul point.c neu übersetzt. Es muss also eine neue point.o, eine neue Objektdatei generiert werden. Aber die anderen Objektdateien kann ich alle beibehalten und am Ende wird alles wieder zusammengelinkt. Ja, und dadurch habe ich im Grunde dann einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum man jetzt Module anlegt, um die schneller kompilierbar zu haben, sondern es geht auch darum, Module wiederzuverwenden und auch logisch, dass die in einer gewissen Weise logisch Funktionen vereinen. Es gibt nämlich Designkriterien, um solche Module zu implementieren. Ja? Zunächst einmal bestehen Module ja aus einzelnen Funktionen. Ja? Es gibt eine gewisse Funktionalität und die würde ich gerne in einem Modul zusammenfassen. Nehmen wir mal an, Sie schreiben eine Bibliothek für komplexe Zahlen und da gibt es verschiedene Funktionen drin und diese Funktion würde man dann in einem Modul zusammenpacken. Und da gibt es zwei ganz wichtige Kriterien, nämlich den hohen Zusammenhang und die geringe Kopplung. Hoher Zusammenhang bedeutet, dass die Funktionen eines Moduls inhaltlich zusammenhängen sollten. Ja, die sollten also in einem fachlichen Kontext liegen und zusammengehören. Ja, das heißt, es ist sinnvoll, wenn ich jetzt ein Modul schreibe, dass das wirklich ein gewisses Thema abdeckt und innerhalb zusammenhängt. Zum Beispiel eine Mathebibliothek oder ein Modul, um komplexe Zahlen abzubilden. Da ist es sinnvoll, all diese Dinge dann in ein Modul zu packen. Aber es ist wenig sinnvoll, in das Mathe-Modul dann noch ein Modul für die Ausgabe von
fürs Abspielen von Liedern zu packen. Ja, das würde nicht passen. Ja, also man versucht durchaus, dass die Module thematisch einen hohen Zusammenhang haben und alle Funktionen eines Moduls zusammengehören. Und dann gibt es das zweite Kriterium, nämlich die geringe Kopplung. Man möchte, dass ein Modul so wenig wie möglich von anderen Modulen abhängt. Ja, dass nur wenige Funktionen sollten erforderlich sein, um für die Kommunikation nach außen, und verschiedene Module sollten untereinander weitestgehend unabhängig sein oder so unabhängig wie möglich. Ja, und das hat eben den Vorteil, dass einzelne Module, wenn man sich wirklich an diese beiden Designkriterien hält, sind sehr gut zu warten, gut austauschbar und sehr gut wiederverwendbar. Nun ist die Frage, wie kommuniziert man eigentlich zwischen Modulen? Ja, nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein Modul geschrieben und möchte jetzt auf die Funktion davon zugreifen. Zunächst einmal müssen die Funktionen und die Variablen eines Moduls, die von anderen Programmteilen benutzt werden sollen, in dem zu importierenden Modul deklariert werden. Und dafür sind diese Header-Dateien da. Ja, wir haben die schon kennengelernt in der Standardbibliothek. Wir haben die std.io.h eingebunden, insbesondere für Ein- und Ausgabe. Wir haben die string.h für String-Operation oder die math.h für mathematische Funktionen. Und das sind diese Header-Dateien, die binden diese Deklaration von Funktionen ein. Ja, Deklaration heißt, ich erkläre, dass es eine Funktion in dem Modul gibt. Ja, und die Header-Datei enthält so define und include Befehle, das schauen wir uns noch an, globale und externe Variablen und, das ist das Wichtigste, wohl Prototypen von globalen und externen Funktionen und möglicherweise selbst definierte Datentypen. Kommen wir mal zu diesen Prototypen. Ein Prototyp ist zunächst einmal die Deklaration einer Funktion mit ihren Parametern und Rückgabewert, aber ohne Funktionsrumpf. Das ist also so, als würde man eine komplette Funktion dahinschreiben, aber man lässt den Code weg, man lässt nur den Kopf übrig. Und das erklärt eben, es gibt diese Funktion. Ja? Die Syntax ist also wie im Funktionskopf, nur dass am Ende so ein Semikolon kommt. Hier haben wir zwei Prototypen. Das eine ist die Funktion Quadrat, die bekommt halt einen Wert x und quadriert den. Und wir sehen eben, hier steht kein Code hinter, sondern einfach das Semikolon. Das ist also entsprechend der Prototyp. Und die Definition, die muss später oder zumindest an einem anderen Ort erfolgen. Ja, diese Prototypen stehen in der Header-Datei, die sagen, okay, es gibt diese Funktion irgendwo. Und dann kann das einbindende Programm damit arbeiten. Wenn jetzt Sie in Ihrem Programm die std.io einbinden, dann können Sie zum Beispiel mit printf arbeiten. Ja, da wird nicht der Code eingebunden, sondern der Compiler erkennt, es gibt diese Deklaration. Es gibt diese Funktion irgendwo definiert. Die Deklaration reicht aus, damit der Compiler zufrieden ist, und der Linker sucht sich nachher dann die tatsächliche Funktion raus. Hier mal ein kleines Beispiel. Wir haben mal hier ein Modul definiert für erweiterte mathematische Funktionen. Ja, das heißt Advanced Math, und darin ist eine Funktion definiert, berechne Quersumme. Ja, die bekommt eine Zahl und gibt die Quersumme zurück. Und hier haben wir die Header-Datei, ja, und wir sehen, das beginnt mit so einem if not def advanced math. Also wenn diese Direktive hier nicht definiert ist, dieses advanced math.h, dann wird es definiert. Dann kommt hier so ein Funktionsprototyp und dann endif. Jetzt die Frage, warum steht das hier oben? Das steht dort, damit diese Header-Datei tatsächlich nur ein einziges Mal von einer C-Datei eingebunden wird. Ja, das heißt, wenn ich include advanced math mache, dann wird das hier eingebunden. Wenn ich das nochmal machen würde, dann wäre advanced math definiert und dieser ganze Teil hier würde übersprungen. Und deswegen hat man hier diese Klammer letztendlich. Und hier haben wir die dazugehörige C-Datei, die bindet dann ihre eigene Header-Datei nochmal ein und implementiert diese Funktion, berechne Quersumme. Wir sehen also, hier oben haben wir den Funktionsprototypen und hier unten haben wir dann die tatsächliche Implementierung. Ja, genau, also wie gesagt, das da oben verhindert dann mehrfaches Einbinden. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in das Hauptprogramm. Das Hauptprogramm bindet jetzt diese advancedmath.h ein. Ja, das findet durch das Einbinden, das wissen wir, wird jetzt dieser Text im Grunde dort unten eingefügt.
Und jetzt sieht es diesen Funktionsprototypen und erlaubt dann diesen Aufruf, berechne Quersumme. Wichtig ist, der Compiler, der weiß nicht, dass wie berechne Quersumme implementiert ist. Ja? Der weiß nur, dass es diese Funktion gibt. Und der Link hat nachher die Aufgabe, die zusammenzusuchen und zu verknüpfen. Ja, also hier wird die Header-Datei eingebunden, die Funktion ist nun bekannt und jetzt kann man entsprechend damit arbeiten. So, und hier jetzt nochmal ein etwas vollständigeres Bild zu Modulen Compiler und Linker. Wir haben also verschiedene Module und für die meisten Module liegen solche Header-Dateien vor und die werden hier eingebunden. Ja? Das heißt, die main.c bindet die geometry.h ein und die geometry.h bindet die point.h und die line.h ein. Ja? Und zusätzlich haben wir natürlich noch die Standardbibliothek und die wird irgendwo auch eingebunden. Und das Ganze, was wir hier sehen, ist die Programmierebene. Ne? Auf dieser Ebene wird programmiert. Ja? Mit den Header-Dateien, mit den C-Dateien, das sind alles die, im Grunde die Quelltexte, die Textdateien. Und jetzt wird das kompiliert und wir sehen, und das kennen wir auch schon, die einzelnen C-Dateien werden jetzt einzeln kompiliert zu Objektdateien. Was jetzt aber wichtig ist, wir sehen also, die main.c wird hier einzeln kompiliert. Die weiß nicht, wie die Funktionen konkret implementiert sind von zum Beispiel in geometry.c, sondern die bindet die Header-Datei ein. Die Header-Datei sagt dann, okay, es gibt folgende Funktionen, die werden deklariert und die main.c glaubt das zunächst einmal und baut hier die Objektdatei. Ja? Genau, dazu kommen natürlich noch die Bibliotheken und dann haben wir hier die Compiler-Ebene. Und der Linker setzt das Ganze zusammen. Der Linker hat also nicht nur die Aufgabe, diese Excel-Datei zu erzeugen, sondern der schaut auch, die main.c hat ja eine von der geometry.h deklarierte Funktion aufgerufen und der Linker suchte diese Funktion dann ganz konkret, findet die jetzt in der geometry.o und verknüpft dann den Aufruf in der main.c mit dem tatsächlichen Code, der in der geometry.c dann programmiert wurde. Und wenn es das nicht findet, gibt es einen entsprechenden Linker-Fehler. Das können wir uns gleich auch mal anschauen. Ja, und dann haben wir hier unten entsprechend ja die Linker-Ebene. Genau, es ist im Grunde alles plattformspezifisch. Nur die Programmierebene ist potenziell plattformspezifisch. Es ist durchaus auch möglich, Code so zu schreiben, dass er plattformunabhängig ist. Ne? Aber das, was hier unten dann eben rauskommt, ist auf jeden Fall etwas, was für eine bestimmte Plattform entwickelt wurde. Gut, wir sollten das Ganze mal ausprobieren. Also hier haben wir ein leeres Hauptprogramm und wir wollen jetzt mal ein Modul schreiben und das nennen wir mal stringmagic.c. Ja, das wird also ein neues Modul. Wir klicken hier an, dass es auch schon die Header-Datei anlegt und jetzt haben wir das hier. Ne? Wir haben also hier die Header-Datei angelegt. Das war jetzt ganz nett, dass uns das Programm das schon vorgegeben hat, also hier ist schon so ein if not define stringmagic.h. Hier wird auch mal standardmäßig die stdio eingebunden. Das müssen wir aber nicht unbedingt machen. Und was wir gerne hätten, wir hätten jetzt gerne in diesem Modul die Möglichkeit, bestimmte String-Funktionen umzusetzen. Und machen wir das doch mal. Wir schreiben eine Funktion string reverse, die bekommt so ein Character Array übergeben und die soll das einfach umdrehen. Ja, schreiben wir uns eine einfache Funktion. Die läuft bis zur Mitte des Strings, ja, und vertauscht dann entsprechend das ite-Zeichen mit dem entsprechend gespiegelten Zeichen am Ende. Ja, also was wir einfach wollen, ist das sowas. Ne? Wir wollen jetzt einfach den String umdrehen. Wir brauchen hier noch eine Hilfsvariable temp, die merkt sich das aktuelle Zeichen im String und setzt jetzt das aktuelle Zeichen auf das gegenüberliegende Zeichen, minus 1. Und dann wird das Zeichen, was wir gerade kopiert haben, auf das vorherige, noch hier gemerkte Zeichen gesetzt. Also das H wird jetzt also getauscht mit dem O, dann wird das A getauscht mit dem L und das L in der Mitte bleibt unverändert. So, jetzt haben wir hier natürlich mit String-Length gearbeitet, also müssen wir die String.h noch einbinden. So, und jetzt haben wir also hier in diesem Modul eine String-Reverse-Funktion deklariert. Na, so rum.
Und die würden wir natürlich jetzt gerne auch in einem anderen Modul verwenden. Ja? Und das können wir mal ausprobieren. Also wir definieren uns hier so ein Teststring. Hallo Welt. Oder na, Hello World meinetwegen. So. Und den würden wir gerne umdrehen mit String Reverse, Teststring und dann entsprechend ausgeben. So. Gucken wir mal, ob das geht. Und das geht nicht. Ja, der sagt Implicit Declaration. Das Problem ist einfach, dass der Compiler in der Main.c nicht weiß, dass es String Reverse gibt. So, und das liegt in einem anderen Modul. Und das, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen das deklarieren. Ja, wir gehen also in die Header-Datei des Moduls und sagen Void String Reverse mit diesem Parameter und erklären damit, es gibt diese Funktion. Ja? Die wird von der StringMagic.c eingebunden, implementiert, aber hier erklären wir nun einfach, dass es diese Funktion gibt. Und diese Erklärung, diese Deklaration, die hole ich mir durch die IO, durch den Include-Befehl rein. Und wenn ich das jetzt kompiliere, dann ist der Compiler zufrieden. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann sehe ich, das Ganze hat. Ah, Moment, da ist noch ein Bug drin. Hello World, das ist ein überraschendes Ergebnis. Mal sehen. Das hat er nicht komplett umgedreht. Mal gerade gucken. Wir haben also temp gleich string. Ach ja, genau hier. Fehlt noch ein i-1. Und hier auch. So. Kleiner Bug hier in der Funktion. Jetzt funktioniert es. Jetzt haben wir Hello World umgedreht. Und können die Funktion beliebig oft aufrufen und auch in anderen Modulen einbinden. Ja, das ist also jetzt wichtig ist einfach, wenn ich mit Modulen arbeite, dann muss ich in der Header-Datei die Funktionen deklarieren, von denen ich möchte, dass andere Programme entsprechend oder andere Module darauf zugreifen können. Das Main, dieses beim Kompilieren von main.c ist allerdings nicht bekannt, ob diese Funktion tatsächlich existiert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier nehmen wir mal an, die Datei heißt irgendwie anders. String Reverse Now, ja. Dann, und wir kompilieren das Ganze. Dann ist zwar der Compiler damit einverstanden, ne? Es gibt hier keinen Compile-Fehler, aber wir gucken mal hier, was hier passiert ist. Und er sagt Undefined Symbol. Der Linker hat diese deklarierte Funktion nicht gefunden. Ja, das heißt, wir haben behauptet, es gibt eine String-Reverse-Funktion, aber die wurde nie implementiert. Die Funktion heißt in Wirklichkeit String-Reverse-Now oder hat vielleicht einen weiteren Parameter oder so. Ne? Jedenfalls, der Compiler ist glücklich. Ja? Hier ist eine Funktion aufgerufen worden, die ist deklariert worden. Der Compiler glaubt das jetzt erstmal und der Linker macht sich dann auf die Suche nach der Implementierung von String-Reverse und wird feststellen, oh, die gibt es gar nicht und gibt dann entsprechende Fehlermeldungen aus. Ja? Das ist dann entsprechend der Unterschied. Aber ja, letztendlich ist das alles, was man über Modularisierung mal wissen muss, wenn es um die Implementierung von Funktionen geht. Also, wir können die hier in externen Modul implementieren. Wir schreiben dazu parallel eine Header-Datei, die das deklariert, dass es die Funktion gibt. Und wenn ich mit der Funktion arbeiten will, dann binde ich die hier entsprechend ein und kann damit arbeiten. Und dann wird der Linker sucht dann die entsprechenden Referenzen zusammen und erstellt eine ausführbare Datei.